Da unterscheidet sich das Wandern vom Bergsteigen. Man braucht jetzt da schon die Arme, es wird ein bisschen steiler. Hallo Christi und Servus zu einem neuen Video und heute geht's auf den Schäffau im Wilden Kaiser. Mit dabei natürlich die Niki. Hallo miteinander, ja genau, also das ist jetzt eine schwere Bergtour. Insgesamt sind es 1200 Höhenmeter und geplant haben wir jetzt circa 2,5 bis 3 Stunden. Und ja, es sind 8 Kilometer. Wenn ihr dieses Video und andere Bergsteiger-Videos nicht verpasst, möchtest du gerne den Kanal abonnieren, würden wir uns sehr freuen. Genau, und lasst einen Daumen nach oben da. Und eine kurze Werbung in Eigensache. Wir haben neue Kappen bekommen, haben wir aufgefüllt mit neuem Design auch. Das hat da so ein Netz, perfekt für den Sommer. Schaut gerne beim Shop vorbei. Ausgehend vom Bernstadt Parkplatz, der ist gebührenpflichtig, kostet 5 Euro, geht die Tour los. Zuallererst folgt man da der Fossstraße immer der Beschilderung Richtung Schäffau entlang. Ja, nach ungefähr einer Viertelstunde Gehzeit kommt man da zu einer Abzweigung, das ist zweimal Schäffau beschrieben. Wir gehen aber da links über den Steig weiter. Ja, der Steig wird dann gleich ein bisschen anspruchsvoller über Wurzeln und Steine. Ja, man macht auf jeden Fall anständig Höhenmeter. Nach einer halben Stunde haben wir schon 300 Höhenmeter geschafft. Das heißt, es geht ganz gut steil voran. Und jetzt kommen wir vom Wald raus auf eine Lichtung Wiese. Da oben ist noch eine kleine Alm, wo wir vorbeigehen. Das war's mit dem Schatten. Jetzt haben wir da bei der Steiner Hochalm noch 35 Minuten. Und wer danach noch eine Abkühlung möchte, schenken auch Getränke aus. Das heißt, wir werden uns danach sicher noch ein Bier gönnen. Aber wir gehen jetzt da einfach bei der Alm vorbei und folgen diesem kleinen Steig. Wir sind jetzt zurück aus dem Urlaub von Georgien und wir finden es einfach bei uns auch sehr schön. Sind wieder froh, dass wir wieder hier sind und unsere Touren gehen können. Aber wie man sieht, sind wir jetzt nur ein kurzes Stück im Wald. Habe ich zu voreilig Schlüsse gezogen. Habe ich anders in Erinnerung. Genau, schaut jetzt aber sicher nicht zwischendrin im Wald, da ist es schön kühl. Ist auch ganz fein. Und raus aus dem Wald und rein ins Geröllfeld. Hab ich schön brav beim Gehen mit der Drohne. Ja, wir sind jetzt eine Stunde 20 unterwegs. Der Steig wird immer interessanter und da im Hintergrund sieht man schon, kann man in die Latschenfelder rein. Ja genau, bis daher ist eigentlich der Weg ganz toll. Jetzt nicht zu schwierig, es ist zwar Schwierigkeit schwer, aber bis dahin sollte es für die meisten machbar sein. So, da kommen wir jetzt vom Wandern ins Bergsteigen. Man braucht jetzt da schon die Arme, es wird ein bisschen steiler und genau, deswegen ist die Tour auch als schwer gekennzeichnet. Ja, weil nichts gut. Genau. Langsam gehen die Stecker im Weg um, jetzt werden sie dann zum Zusammenklappen. Ja, da durch die Latschenfelder hört es nicht auf, das leichte Klettern. Enge Passage. Wir sind jetzt schon ziemlich weit herum. Da führt der Weg dann da unten so rüber. Da ist dann der Stahlseil versichert. Und da zwischendurch, und dann geht man Hinterbike weiter auf die Spitze. So sieht's aus, jetzt haben wir so einen Riegel gegönnt, jetzt haben wir wieder gestärkt, dann geht's weiter. Treffer und Ducksack, da haben wir auch schon ein Video davon. Ups, aber da ist noch ein bisschen Schnee drauf.
Ja, der Steig geht steinig weiter. Da unterscheidet sich das Wandern vom Bergsteigen. Ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Also man sollte gute Schuhe anhaben und nicht leichtfertig darauf gehen, weil Trittsicherheit ist da gefragt. Es ist ein loser Felsen, also muss man immer schauen, dass man nichts abtritt. Und natürlich das Runterkommen. Wenn jemand beim Raufgehen schon Angst hat, das Runterkommen ist immer noch mal schwerer. So, schon langsam fangen sie an, dass die Stecken im Weg umgehen. Oder? Ja, aber das habe ich auch schon vor einer halben Stunde gesagt und ich habe es nicht immer in der Hand. Der Weg ist da vorbildlich markiert, also da kann man sich eigentlich gar nicht verlaufen. Genau, und vielleicht filmst du mal die netten Blumen nebenbei. Wow, nette Blumen. So, und da kommen wir jetzt in das seilversicherte Stück. Das ist nur bis da rauf. Es sind ein paar Bügel drinnen. Genau, uns wurde aber gesagt, dass das jetzt gerade von einer halben Stunde renoviert wurde. Das heißt frisch gepickt. Wir versuchen jetzt das nicht zu verwenden, weil nicht, dass da noch was rausgerissen wird. Ja, da sind jetzt die Bügel drin und man merkt schon, sehr viel begangen an schönen Sommertagen. Richtig rutschig da schon. Alles rund und glatt. Ja, bis daher sind wir jetzt 2 Stunden 13 auf dem Weg und 1060 Höhenmeter bei uns. Das heißt, eine gute 150 Höhenmeter liegen noch vor uns. Genau, da im Hintergrund geht es weiter über einen steinigen Weg. So, wir sind jetzt da auf den Sattel herum. Da sieht man die Beschilderung. Da geht es da links rüber. Wohin? Auf den Schäferauer. Genau, und in die andere Seite geht es über die Hockenkrebs auf Sonnenkaffee. Haben wir auch schon eine Tour gemacht, das ist schon ein bisschen länger her. Da waren wir noch ein bisschen unsicher beim Filmen. Und ja, schaut es aber auch gerne mal vorbei. Ist, glaube ich, ganz lustig im Nachhinein zum Anschauen. Und da sieht man das Kreuz. Das erste Mal heute. Da haben wir ein Schneefeld. Und ein kleines Schneefeld müssen wir doch noch überqueren. Aber ist jetzt fast nicht der Rede wert. Sind wir herum. So, und da haben wir jetzt einen wunderschönen Ausblick aufs Inter, auf den Hintersteiner See, Isberg, Hohn, Großglockner, Großvenediger. Alle großen Gipfel sind da in Blickweite, teilweise schon ein bisschen in die Wolken verdeckt, aber ja, einfach echt traumhaft. Da der Zahmekaiser und da hinten noch Duxag-Treffer, wo wir schon ein Video gemacht haben. Ja, wir sind jetzt herum angekommen, Hintergrund als Kreuz. Super schöne Tour, also nur zum Empfehlen. Toller Weg, steinig, wenn jemand sowas will, so ein bisschen schwere Bergwanderung, auf jeden Fall auf den Schäferauer rauf. Genau, wir haben jetzt insgesamt 2,5 Stunden gebraucht und ja, wir genießen jetzt nur unseren Nudelsalat und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Servus.